Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin Mr. Cutter für Let's Play das Kaninchen. Und wir sind fast fertig mit dem Herz des Generators. Morgen kriegen wir das fertig, aber wir haben Probleme, denn unsere Kirchenanhänger sind gegen die Alkoholanhänger. Und das führt ein wenig zu Stunk zwischen diesen beiden Parteien. Weswegen wir jetzt auch ein paar Verletzte dadurch hatten. Aber das ist dann halt so. Wir müssen damit leben. Wir müssen gucken, wie wir das entsprechend in Zukunft handeln. Und jetzt brauchen wir... Wieso kriegen wir gerade... Oh Gott, es wird ja noch kälter bald. Ja, jetzt brauchen wir noch ganz, ganz viel an Bauteilen oder an, ja, an Stahlgemischen und Dampftauschern für die nächste Stufe. Da arbeiten wir schon fleißig vor, deswegen haben wir jetzt schon so viel. Wir müssen auch gucken, dass wir vielleicht doch noch mal ein bisschen in die Profilmanufaktur investieren, um einfach langsam wieder Backups zu haben bei den Bauprofilen, um Schutz aufzubauen. So, ihr könnt jetzt mal gucken, was wir hier oben machen. Hier haben wir jetzt nämlich nochmal drei Möglichkeiten. Ja, geh mal weg. Dankeschön. Also, wir haben Propaganda. Strategisch platzierte Lautsprecher werden die Angestellten über die Wichtigkeit der Arbeit erinnern und Motivation steigern. Ja, das bin ich, da bin ich auf jeden Fall dafür. Selbstlose Opfer. Und... Sinkt die Arbeitssicherheit um 2. Na, das werde ich, glaube ich, nicht tun. Und Abschaffung der Privilegien. Wir sind alle gleich. Jeder muss dort arbeiten, wo er hingeschickt wird. Egal, ob Arbeiter oder Ingenieur. Jeder kann an jedem Arbeitsplatz arbeiten. Die Motivation steigt gleich an. Arbeiter, die jetzt Ingenieure arbeiten, sind 75% ineffizient. Effizienter? Arbeiter, die als Ingenieure arbeiten, sind 75% effizienter als die normalen Ingenieure? Wir machen erstmal nur die Propaganda. Die kosten ein bisschen Holz und Stahl und das machen wir mal. Wir bauen die mal... Guck mal, hier können wir hier direkt einen hinklatschen. Wir brauchen jetzt zwei. Dann bauen wir mal noch einen. Und den könnten wir zum Beispiel hier beim Stahl und bei der Kohle. Können wir einfach jeweils einen hinsetzen. Einfach beim... Guck mal, hier können wir auch welche hinsetzen. Wow, die gelten ja für alles. Alter Schwede. Okay, dann bauen wir einen nach hier. Der versorgt die... Richtig geil große Reichweite. So. Dann brauchen wir natürlich noch eine Straße nach hier hinten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt nämlich ein bisschen Straßen hier so hinbauen, dass wir hier nämlich noch weitere Agitatoren hinbekommen. Gucken wir mal, dass wir... Ich hätte gerne diesen Hafen auch noch für einen Agitator, aber das wird wohl nichts. So, machen wir es mal hier. Und dann werden wir einfach ein paar davon bauen. Einfach gerade an den Hafen und sowas. Wir schwitzen schon Blut und Wasser. Uns anzubrüllen zu lassen, würde da nicht helfen. Jetzt wird jeder hören, wie wichtig unsere Arbeit ist. Ja, das ist das Ding. Ihr werdet nicht angebrüllt, ihr werdet erinnert an die Wichtigkeit eurer Arbeit. So, ist der Agitator, der wird gebaut durch die hohe Motivation. Ja, die ist nicht mehr die hohe Motivation. Wir können aber hier nochmal Essensration investieren, um die Motivation nochmal weiter zu steigern. Sehr gut. Und damit sind die nämlich heute bei 30% und arbeiten wieder effizienter. Alle. So, hier haben wir eine erschreckend hohe Arbeitsunsicherheit. Warum das denn? Weil ihr noch nicht arbeitet. Agitatoren gebaut. Die ersten Agitatoren nehmen in Betrieb auf. Die deine ermunterten Worte erreichen nun mehr Einwohner. Die Arbeit, die Motivation steigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sie müssen meine Worte hören, auf dass sie wissen, welch wichtige Arbeit sie doch leisten. Und das permanent, bitte. Permanent sollen sie dieses wissen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Das sieht ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier ist auch alles sicher. Die Agitatoren sind gebaut. Das heißt, hier müsste die Effizienz jetzt... Was machen die nochmal? Die steigern... Die Arbeitsmoral. Dann bauen wir vielleicht... Warte mal, hier müssten wir jetzt nochmal einen hinbauen. Dann müsste dort auch noch einer hin. Für den anderen Hafen, für diesen Hafen, müsste auch noch ein Agitator hier hin. So. Für die Agitatoren wirken, glaube ich, nicht an normalen Häusern, ne? Nee. Ich kann sie doch auch auf... Kann ich sie nicht einfach auf den... Zuhause die ganze Zeit anbrüllen? Rund um die Uhr?
Arbeite, du faule Socke! So, warte mal, jetzt kann man wieder forschen. Produziert mehr Kohle. Dann machen wir erstmal hier die effizienteren Brenner, dass wir weniger Kohle verbrauchen. Und ihr müsstet jetzt ja bald mal fertig sein. Wieso arbeitet ihr so langsam? Meine Güte. Wie lange ihr braucht. Ihr habt nichts mehr zu tun. Brauchte 20, wenn ich mich. Brauchte ich 25 oder 20? 20. Das heißt, wir haben das hier jetzt fertig. Da haben wir die 20 zusammen. Sehr gut. Alarmierende Gerüchte. Sir, wie es scheint, haben sich die letzte Neuigkeit aus London im ganzen Lager herumgesprochen. Es kursieren wilde Gerüchte, aber die meisten Leute fürchten, dass sie hier zurückgelassen und sterben werden. Wir erklären die Situation. Man sollte mit offenen Karten spielen, wie ich finde. Außerdem sind Gerüchte nie gut. Gerüchte sind nie gut. Führen nur zu noch mehr Unzufriedenheit, zu Problemen an ganz, ganz vielen Ecken. So, wir können euch wegnehmen. Wir haben die 20. Dann setzen wir euch hier hin. Und auch in die Holzproduktion. So. Und jetzt können wir auch noch einen Holzkohlemeier bauen. Den werden wir auch bald mal in Angriff nehmen. Aber erstmal, jawohl, haben wir den dritten Meilenstein erreicht. Ganz kurz vor knapp, möchte ich sagen. Errichte jetzt die zwei Teile der Thermohülle, aus denen das Kernstück des Generators besteht. Danach ist der Generator bereit. Zwei Teile des Kerngenerators? Oh, ich hätte die ganze Zeit nur die bauen. Also, okay. Das war natürlich jetzt nur bedingt schlau von mir, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Ich hätte sozusagen jetzt schon mal anfangen können zu bauen. Natürlich ein bisschen doof, weil ich jetzt wieder Zeit verbrauche, die ich nicht habe. Aber auf der anderen Seite können wir dann auch sagen, dass wir ein weiteres Rohstoffdepot mal in Angriff nehmen. Wir haben jetzt hier auch noch ganz viel Platz hier erschaffen. Und ach, die kosten Stahl, ne? Ich brauche jetzt 7 davon. Oh nein, was ist los? Das Ende der giftigen Gefahr. Sir, durch die Fertigstellung des Generatorkerns konnten wir die gesamte Konstruktion dicht versiegeln. Die giftigen Gase, die aus der Quelle strömen, gelangen nun nicht mehr bis an die Oberfläche. Ja, ich freue mich, das zu hören. Sehr gut. Bedeutet aber bedeutet, dass ich die nicht mehr brauche, oder? Und die Arbeitssicherheit ist ja nun immer einfach super, weil woher soll jetzt noch Arbeitsunsicherheit kommen? Ich brauche die auch nicht mehr. Oder sehe ich jetzt das falsch? Nö, geil. Arbeitsunsicherheit ist fertig. Cool. War also unsinnig, dass ich noch weitere Profile gebaut habe. Naja, macht nichts. Man kann nie genügend Profile haben. Profil ist immer gut, wenn man ein wenig Profil dein eigen nennt. Oh Gott, was wollt ihr jetzt? Lang lebe der Generator, Sir. Um unsere Einwohnern die Wichtigkeit ihrer Arbeit einzutrichtern, organisieren unsere fleißigsten Arbeiter den Tag des Generators. Sie wollen alle Leute versammeln und ein Festmahl veranstalten, um den Bau des Generators zu feiern. Die Aktivisten berichten, dass ihr Vorschlag großen Zuspruch gefunden hat. Wie scheint, sind die Einwohner radikalen Ansichten gegenüber deutlich aufgeschlossener. Sie bitten dich, sie bei ihrer Aktion zu unterstützen. Klar. Essen haben wir gerade noch genug. Das können wir auch ruhig mal machen. Steigt die Motivation, das ist ganz gut. Oh Gott, was habt ihr jetzt schon wieder für ein Problem? Treffen wir uns, um unsere Mission zu feiern. Übertreiben wir es nicht etwas? Nein, ihr könnt euch feiern. Das ist wirklich etwas, ihr könnt euch feiern. Ihr habt es geschafft, diesen Generator zu bauen mit verhältnismäßig wenig Verlusten.
Neuigkeiten aus London. Chaos entsteht. Jetzt, da das Herz des Generators fertiggestellt ist, ist das Projekt auf dem besten Wege, abgeschlossen zu werden. Gut gemacht. Hier hast du einen Stern dafür. Inmitten der politischen Turbulenzen in der Heimat ist deutlich geworden, dass die meisten Generatoren nicht rechtzeitig funktionstüchtig sein werden, wodurch es zu einer Massenpanik kommt. Die Übergangsregierung hat ein Lotteriesystem entwickelt, aber die Leute behaupten, es sei gezinkt. Die Lage ist äußerst instabil und die Behörden bereiten sich auf Aufstände vor. Das Land versinkt im Chaos. Wir werden nicht versagen. Wir werden das hinkriegen, alle Leute hier zufriedenzustellen. Jedenfalls unsere Leute am Leben zu halten, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir auch die... Gut, jetzt können wir die Dampf tauschen. Jetzt können wir nicht mal gucken, dass wir die... den Stahl ein wenig... sammeln, um hier auch in die Richtung... Können wir jetzt nicht richtig... richtig... mit Arbeitskräften... prassen. Aber natürlich die große Frage ist, wohin prassen? So, effizienter Brenner ist erforscht. Das kostet also weniger Kohle. Und jetzt hätte ich schon gerne... Eigentlich müsste ich das machen. Nee, das brauche ich gar nicht mehr. Krass, wie viel man eigentlich vielleicht sinnlos verschwendet hat an Forschung, ne? Weil ich jetzt ja eigentlich... Diese ganzen Gebäude, die könnte ich ja noch abreißen, bringt Dampfkerne. Wir werden sicherlich auch noch bald Dampfkerne brauchen. Mal gucken. So, 23. Wie sieht's aus? Ihr habt gleich die 5 fertig. Die 25. Und dann können wir nämlich schon mal die nächsten... Nee, ihr arbeitet noch weiter. So. Halt, stopp. Hier kommt Essensration rein. Ihr seid damit jetzt fertig. Das bedeutet Folgendes. Wir können die erste Thermohülle bauen. Da müssen wir noch weitere Dampftauscher natürlich errichten, aber das ist nicht so schlimm. Wir können jetzt hier entsprechend die reinsetzen. Wieso ist da Arbeitssicherheit, hä? Ach, weil es generell gefährlich ist, dass... Ah, dann ist es doch nicht ganz so sinnlos, dass wir hier noch die bauen. Ihr könnt jetzt erstmal wieder auf normale Arbeitszeit gehen. Dann ist das doch gar nicht so sinnlos. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie sieht es denn hier draußen aus eigentlich? Immer noch alles leer, ne? Immer noch alles abgegriffen. Ich würde gerne noch ein weiteres Rohstoffdepot jetzt errichten, um noch mehr Nahrung zu lagern. Oder vielleicht auch Kohle. Vielleicht ist beides wichtig, Kohle und Nahrung. Ich glaube, dass wir bald alles brauchen werden, was in diese Richtung geht. Der Transport ist angekommen. Es wird langsam der letzte sein. Wir werden bald keine Transporte mehr... noch weitere Prothesen? Oder machen wir lieber Dampfkerne für den Fall? Wobei wir Dampfkerne... Lass uns mal noch einen Dampfkern Brauchen wir noch Dampfkerne? Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Oh, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch kommen mag. Ich kaufe mir noch mehr Prothesen. Hier, das Gesetzbuch. So, Arbeit. Wir könnten jetzt natürlich die Abschaffung der Privilegien machen. Oder das selbstlose Opfer. Aber das wird natürlich... Wir können ja einfach das... Nee, warte mal. Wir brauchen eigentlich auch das nicht mehr. Wir machen mal die Firmenbestattung. Einfach, dass wir das haben. New Rules. Immerhin müssen wir die Hinterbliebenen nicht die Kosten dafür tragen. Die Firma, das ist die Firma jedem von uns und unseren Familien schuldig. Ja, ja, ja. Ist ja auch alles richtig. Ich mach's ja auch. Ich mach's doch auch. Braucht ja nicht meckern, ohne dass es einen Grund dafür gibt. So, Agitator, ich hätte gerne... Würde mich freuen, wenn man das hört. Aber man hört's leider nicht. Nicht so schlimm. Wo ist hier der Agitator? Der hat halt richtig viele 18 Arbeitsplätze im Umkreis. Haben wir noch... Oh, warte mal, hier ist jetzt Kohle und Essens. Haben wir noch irgendwelche Arbeitsplätze, die nicht von Agitatoren betroffen sind? Ja, das hier und die Kohle da hinten, ne? Ja, genau.
Oh, du bist leer? Ooh, Houston, I think we start to have a problem. Oh, das wird ganz wichtig, dass wir das hier möglichst schnell fertig kriegen. Weil was mir nämlich gerade eingefallen ist, wenn wir anfangen, Holz zu verbrennen. Oh, ich muss auch aufhören, das hier zu bauen, fällt mir gerade auf. Wenn wir anfangen, Holz zu verbrennen, bedeutet das ja, dass wir das Holz auch brauchen. Also wir müssen es ja da haben. So, wie sieht's hier aus? Okay. Aber wir können, wenn wir die Dampftauscher, wenn wir jetzt so viele davon produzieren, was wir ja gerade tun, wir produzieren ja richtig viele Dampftauscher, können wir ja theoretisch damit auch die Produktion oder den Bau beschleunigen. Das wäre natürlich eine Sache. Das bringt eigentlich gar nichts, okay. Fortschrittlicher, verbessert. Eigentlich wäre es gut, wenn wir das hinbekommen würden, dass sie noch weniger Kohle verbrauchen. Weil je weniger Kohle wir verbrauchen, desto weniger Kohle müssen wir im Endeffekt ja auch erzeugen. Mag jetzt total trivial klingen, aber das sind alles ja Sachen, die wir bedenken müssen. Momentan, wir produzieren halt richtig viel Kohle. Weil wir momentan nur die Badehäuser am Laufen haben. Wobei, was passiert eigentlich nur mal so aus Interesting? Wenn ich euch anmache... Ach, na, das ist ja schön. Den kann ich ja doch anlassen. Kostet mich zwar Kohle, aber eigentlich, warte mal, das brauchen wir nicht. Noch ist die Gefahr nicht so groß. Die passt eigentlich. Die passt. Die kriegen wir gestemmt anders. Ich brauche mehr Rohstoffdepots. Was wollt ihr? Gleiche Pflichten. Gewerkschaftsvertreter beschimpfen dich wegen Ungleichheit. Du sagst, wir würden Geschichte schreiben und wir wären die letzte Hoffnung der Menschheit. Und dennoch sitzen die Ingenieure tatenlos umher, während die Arbeiter schuften. Schluss damit! Alte Privilegien haben in der neuen Welt nichts zu suchen. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Und sie sind zweifellos dazu imstande, mit anzupacken. Ja, ich werde darüber nachdenken und mich für ein Nein entscheiden. Weil ich es momentan eh nicht machen kann. Weil ich glaube, das Problem ist ja auch einfach, dass die Unzufriedenheit der Ingenieure halt steigt. Und ich will jetzt auch nicht, dass die Ingenieure mir aufs Dach steigen. Es ist schon schlimm genug, dass mir die Arbeiter aufs Dach steigen. Wir müssen mal hier leider weil wir langsam ein bisschen zu große Probleme mit Unzufriedenheit. Aber noch geht's mit der Unzufriedenheit. Lass mal das anmachen, damit die mehr Nahrung produzieren. Also wir sind jetzt schon wieder bei 10. Plus die 9 sind wir bei 19. Der fortgeschrittene Brenner ist ebenfalls erforscht. Sehr gut. Hier haben wir jetzt noch Essensrationen. Kohle. Okay. Dann könnten wir den langsam mal denn erforschen. Und die Sachen können wir erforschen, wenn wir wirklich noch richtig Pulver haben. Ich meine, das könnten wir auch noch machen, dass die halt schneller heilen, dass die weniger... Sanitätsstation minus 5 Ingenieure? Heißt das denn 0? Heißt das, die arbeiten alleine? Wäre natürlich lustig. Gerade in der Kombination mit, dass die Ingenieure auch normal mit anpacken müssen, wäre das sicherlich ganz nützlich, um Arbeitskraft zu generieren, sozusagen. Oh, morgen wird's wieder kalt. Morgen wird's wieder... kälter, minus 10 Grad mehr. Noch ist es mit der Temperatur ganz gut. Noch haben wir überall
ausreichend warme Gebiete, aber das wird sich sehr bald ändern, denn wir sehen, die Temperatur wird immer schneller sinken. Immer schneller, immer schneller. Und wir haben nur Zelte. Wir haben nur Zelte und wir haben auch nicht diese Dampfstationen, die wir, diese Dampfzentren, die wir bei den normalen Bauten bauen konnten. Bei den normalen Generatoren-Missionen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.